Schmelzers Flanke, Kagawas Kopfball und Tor! Zweites Tor des Japaners, der nicht nur beidfüßig ein ganz starkes Spiel hier zeigt, der uns jetzt auch von seinen Kopfballfähigkeiten überzeugt. Schmelzers gute Flanke mit rechts. Und wieder kommt Veliev überhaupt nicht an den Ball. Das ist gut gemacht von Schmelzer. Den Ball umgelegt auf rechts, sein schwächerer Fuß in Anführungszeichen. Und der starke Kopfball von Shinji Kagawa. Sein zweites Tor für den BVB. Wieder beide Gegenspieler, viel zu weit weg, aber was soll's. Von so einem Einstand hat er allenfalls...